Sie können in der Kasse von Wabi Profi 3 einen Rabatt einlösen, und zwar in Form eines Geburtstagsgutscheins. Jetzt können Sie sagen, da klicke ich mal drauf, ist aber nichts drin. Warum ist nichts drin? Sie müssen hier verschiedene Dinge beachten, damit Sie einem Kunden automatisch einen Geburtstagsgutschein beim Starten des Programms zukommen lassen können. Das schauen wir uns erstmal an. In den Systemeinstellungen können Sie festlegen, im Kundenstamm, wo ist es denn? Hier bei Kunden, dass Sie sagen, ab 5 Tage vorher soll er einen Geburtstagsgutschein eventuell ausdrucken. So, und wenn Sie sagen, dass es ein Gutschein sein soll, dann müssen Sie natürlich auch den Wert des Gutscheins eintragen, wo Sie sagen, wenn ein Kunde Geburtstag hat, kriegt er von uns für 10 € einen Gutschein ausgehändigt. Das ist cool, das ist eine tolle Kundenanbindung. Und bei jedem Programmstart wird nun geprüft, ob ein Kunde innerhalb der nächsten 5 Tage Geburtstag hat. Und dann kommt automatisch dieser Gutschein heraus. Oder wenn Sie hier nichts eintragen, dann kommt ein Glückwunschschreiben heraus, wo drauf steht: Lieber, was weiß ich, Franz Mustermann, zu Ihrem 37. Geburtstag wünschen wir Ihnen von Ihrer Firma Max Mustermann alles Gute. So ungefähr, ne? Okay. Also wir sagen, wir wollen einen Gutschein haben. Dann muss natürlich im Kundenstamm, das ist die Prämisse, denn eine Information, dass Sie sagen, okay, wenn jemand Geburtstag hat, dann soll er auch im Geburtstag einen Gutschein erhalten, dann muss natürlich auch die Information des Geburtstages vorhanden sein. Das heißt, Sie müssen einen Geburtstag einfach hinterlegen, ein Geburtstagsdatum. Das ist die Prämisse, ja klar. Sonst kann es ja nicht funktionieren. So, und jetzt starten wir das Programm erneut und schauen, was passiert. Wenn Wabi Profi 3 nun Informationen findet, die er ausdrucken soll, sagt er: Pass mal auf, Kunde, schalte mal deinen Drucker ein, na, um einfach sicherzustellen, damit sie das, was sie ausdrucken wollen, auch ausdrucken. Nun sage ich okay. So, jetzt hat er anscheinend irgendwas gedruckt. Ich logge mich ein und jetzt schauen wir mal. Was vielleicht noch wichtig zu sagen wäre: Sie müssen natürlich auch die Optionen in den Systemeinstellungen aktivieren. Denn Sie wissen ja, Sie können alles in Wabi Profi 3 hinterlegen, aber Sie können auch nur Dinge dann aktivieren, wenn Sie es brauchen. Das heißt, ein hinterlegter Geburtstag sendet nicht zwangsweise auch einen Gutschein heraus oder erstellt einen Gutschein oder macht einen Glückwunschschreiben. Nee, nicht zwangsweise, sondern Sie müssen schon sagen, beim Starten will ich auch die Geburtstagsprüfung durchführen. Wenn wir nun in die Kasse gehen und uns wieder was verkaufen, und der Kunde steht vor uns und sagt: Pass mal auf, ich habe von euch einen tollen Geburtstagsgutschein bekommen. Dann können Sie sagen: Schön. Und die Geburtstagsgutscheine können wir natürlich nun verrechnen, indem wir auf Rabatt gehen und sagen: Geburtstagsgutschein. Hier stehen nun die getätigten Geburtstagsgutscheine zur Verfügung oder zur Auswahl zur Verfügung. Und wir sehen auch hier unten links, dass dieser Geburtstagsgutschein mit dem Autohaus Schraubenmeier Hans verbunden ist. So, nun können wir sagen, wir wollen diesen Gutschein verrechnen. Ich bitte Sie, an dieser Stelle nun etwas, bei uns in Bayern sagt man, Obacht zu geben, also aufzupassen. Er fragt hier: Wenn Sie jetzt den Gutschein einlösen, und das ist wichtig, dann kann dieser Vorgang nicht wieder rückgängig gemacht werden. Wenn wir jetzt sagen, Sie lösen diesen Gutschein ein und Sie stornieren dann alles, dann ist der Gutschein unwiderruflich eingelöst. Deswegen empfehle ich Ihnen tatsächlich, wenn Sie diese Funktion verwenden, dass Sie sagen: Ich löse jetzt einen Geburtstagsgutschein ein. Dann sagen Sie zum Kunden: Hey Kunde, bist du fertig? Hast du alles? Können wir den Verkauf abschließen? Dann sagt er: Ja, passt alles. Wenn der sagt, es passt alles, dann gehe ich auf Rabatt und sage: Geburtstagsgutschein, löse den Gutschein ein, bestätige natürlich mit Ja an dieser Stelle. Und nun macht Wabi Profi 3 eins: Er macht einen Nachlass. Und zwar einen Nachlass, wie in den vorhergehenden Videos vielleicht auch schon erklärt, anteilig der Verkaufssummen und deren Mehrwertsteuersätze, einen Nachlass in Höhe des Geburtstagsgutscheines, sprich 10 € mit 19% und mit 7%. Ja, das ist das Einlösen des Geburtstagsgutscheins, und ich denke mal, das ist relativ simpel und vor allem ist eine tolle Geschichte für den Kunden, weil der Kunde von Ihnen einen Brief bekommt: Lieber Herr Hans Meier, hey, du hast Geburtstag und 10 € kriegst von uns. Ja, das motiviert die Leute, dass sie wieder zu Ihnen kommen. Bis bald.